Wir haben uns natürlich auch mal wieder einen Turbo-Banger überlegt. Und unsere Turbo-Banger sind immer unsere Event-Geek-Giveaways, wo ihr euch eintragen könnt, wo ihr euren 4000 Euro Traum-Gaming-PC mit RTX 4090 und Ryzen 7 7800X 3D gewinnen könnt. Dazu eine Vulkan 2 und eine Kone XPR, damit ihr auch anständige Peripherie habt. Alles, was ihr tun müsst, ist auf jetzt teilnehmen klicken. Einmal den Socials folgen, es sind viele Leute da. Das heißt, ihr müsst ein paar Leuten auf Twitch folgen. Müsst ihr nicht, könnt auch welche weglassen. Aber jeder Follow ist ein Los im Topf, ja, und erhöht eure Chance für den 4000 Euro fucking Dream-PC. Das Bild, ganz, ganz wilde Nummer. Nenn mir einen Grund, Freddy, warum ich denjenigen, der meine Geschäfte stört, nicht einfach den Staudamm runterschmeißen sollte. Ach, wir sind am Staudamm, jetzt sehe ich. Chef, ich muss wirklich mich entschuldigen. Ich habe etwas geraucht. Ach Mensch, Sön, super. Grüß euch. Guten Tag. Hallo. Ja, schön euch zu sehen. Hallo, Sir. Hallo. Hallo. Hallo, Jin. How are you today? Was ist mit dem Rest eurer Bande da vorne? Where? Ja. They're coming. Hallo Tascha. Warte mal, ist das Freddy? Freddy. Ja, Freddy, du kannst direkt rankommen. Ich sehe Freddy einfach mal als Teil von euch, ja? Ich habe eine Frage. Mögen Sie Butter, Herr Butters? Ich distanziere mich. Oder essen Sie lieber Margarine? Möchte sich noch jemand distanzieren oder möchte sich der Frage jemand anschließen? Ich bin auf jeden Fall so weit distanziert. Na, grüß. Wieso gehe ich immer in die Hocke? So. Du bleibst gleich für ewig in der Hocke, wenn du so weitermachst. Jin, rüber hier. Yes, of course. Yeah. Gut. Mutamba. Ja. Ich habe heute mit Erkan geredet. Ja. Und ich habe Erkan auf die Situation mit euch angesprochen. Und Erkan erzählt mir die ganze Sache ein bisschen anders. Und nach dem, was Erkan erzählt hat, müsste ich euch eigentlich streng genommen allen in den Kopf schießen. Was hat Erkan erzählt, Herr Bata? Except me, sir. Except me. Nein, dir auch. Include you. Why me? Weil du dazugehörst. Was erzählt er denn? Also ich mit einer Handlung gemacht und dann ist Smitty gefangen. Who is Erkan? Wir haben über die Geschichte geredet, mit den Drive-Bys, am Supermarkt, mit der Bewertung und so weiter. Und er hat mir die ganze Geschichte doch eine ganze Ecke anders erzählt, als du sie mir erzählt hast, Mutamba. Hat er denn zugegeben, dass er auch mich schlecht bewerten wollte und so Faxen gemacht hat mit mir und auch so vorgelesen hat, was er so schreiben will und alles? Oder hat folgendermaßen was er an. Und so läuft das jetzt. Ich gucke mir das jetzt an. Und so lange, wie ich mir das angucke, habt ihr Taxiverbot. Wenn ihr, wenn ihr kein Auto habt, geht ihr zu Fuß. Wenn ein anderer Taxifahrer da ist als Murat, könnt ihr ein Taxi nehmen. Ihr könnt mit Jerry fahren, ihr könnt mit jedem fahren. Höre ich, dass ihr bei Erkan in ein Taxi gestiegen seid, dann werde ich kommen und dann werde ich euren Supermarkt dem Erdboden gleich machen. Okay. Und dann schwöre ich dir, baue ich da die Butters Megamall drauf. Auf den beschissenen Supermarkt. Ich stampf den ein und baue eine Megamall da drauf. Moment mal, vielleicht ist das gar nicht schlecht, ne? Und in der werdet ihr nicht arbeiten. Und die wird euch nicht gehören und ihr werdet kein Schlafzimmer da drin haben. Das Einzige, was ich darin verkaufen werde, sind Körperteile von euch. Aber Supermarkt ist eine tolle Idee und Organhandel ist auch sehr lukrativ. Ich würde damit machen, den Supermarkt, ne? Gut, und da habe ich den ersten, der ich verlassen würde und in meiner Megamall arbeite. Okay, was soll das? Bist du abtrünniger oder was? Nein, ich finde es eine super Idee. Guck mal, immer nur irgendwelche Automaten aufsprengen mit 2000 Dollar bringt nichts. Wir machen einen Supermarkt auf mit tollen Organen. Die Leute brauchen das. Hä? Der eine braucht eine neue Nase, der andere einen neuen Penis. Hast du eine gesunde Leber? Oder wir könnten Butter verkaufen. Eric Gold? Kann machen das rein, ne? Das auf, du musst nur eine froh, dass ich Kopfschmerzen habe. Ich habe eine Frage an euch. Ich komme aus der Apotheke, das Erste, was ich höre, ist, dass du eine Frage hast. Wirklich, Erkan, nicht Erkan, der andere, Ali. Mögt ihr Nutella mit oder ohne Butter? Mit. Ohne. Ja, wir müssen jetzt noch weiter. Gesagt, dann, nein, wir ich müssen noch nicht weiter. Ist eine wichtige Frage, gut. Damit lernt man Menschen kennen. Ich hab auch noch eine Frage, Herr Butters. Ne? Ich habe auch eine Frage. Okay, frag. Ali, möchtest du mal in mein Auto steigen? Das ist eine rhetorische Frage, sag einfach immer ja. Immer ein Ausflug. Ich distanziere mich. Ich hab keinen Schlüssel für den. Freddy! Ja? Ausflug! Ja! Wohin? Zu meinem Auto. Okay, wo ist dein Auto? Komm ich denn jetzt zu meinem Fahrrad? Wir sind da mal weiter, ne? Nolan, du bleibst hier stehen, ich komm dich gleich abholen. Könnt ihr mich zu meinem Fahrrad fahren? Wo willst du mit dem hin? Ja.
Leute, was machen wir? Was Tolles? Machen wir jetzt Butter bei die Fische? Aiden, du musst mich nicht abholen. Die jungen Herrschaften nehme ich mit zu meinem Fahrrad. Oh yeah. Oh! Ja, komm. Steh auf. Und setz dich vorne jetzt hin. Die Laterne habe ich nicht gesehen, das tut mir leid. Dann komm mal mit, Freddy. Freddy, geh doch mal darüber. Oh, das geht aber. Die Treppe hört einfach auf. Vielleicht sollten wir einen anderen Weg finden. Wie macht die Bambi? Die springt, ne? Freddy, wenn ich mit deinen Freunden. Ich meine, guck mal, wir haben uns doch angenehm kennengelernt eigentlich, ja? Naja, sie haben mir ein bisschen Geld weggenommen. Ich hab dir kein Geld weggenommen, du hast gespielt. Du hättest genauso viel gewinnen können. Ich dachte, wir stecken beide unter einer Decke und ich setze und sie lassen mich gewinnen. Was wäre dann der Sinn meines Casinos, wenn ich die Leute gewinnen lassen würde? Ich bin der Typ, der immer gewinnt und die anderen anstiftet, dass man gewinnen kann. Und dann hättest du mit einem derartigen Geschäftsmodell zu mir kommen können. Du bist aber nicht mit einem derartigen Geschäftsmodell zu mir gekommen, sondern du wurdest von Praktikum zu Praktikum zu Praktikum gereicht. Du hast ein Praktikum bei mir gemacht, bei den Bullen gemacht, bei den Wasserhans gemacht. Du hast überall in diesem Staat mittlerweile ein Praktikum gemacht. Ich kenne wenig Unternehmen, wo du noch kein... Doch, ich kenne viele Unternehmen, mit denen du kein Praktikum machen solltest. Jedenfalls führe ich ein ernstes Gespräch mit einer Gruppierung absoluter Vollidioten. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass du da eigentlich auch ganz gut reinpasst. Aber wenn ich mit denen ernstzunehmende Probleme kläre, weil die der Meinung sind, mit meinen Angestellten Probleme zu forcieren, zu erzählen, Butter bei die Fische, ha, Butter hier, Butter da. Freddy, bist du Komiker oder was? Ja. Findest du dich lustig? Ja, gestern im Comedy-Club. Man könnte meinen, dass er es wäre, aber... Chef. Also er hat gestern eine gute Performance im Nose hingelegt. Nenn mir einen Grund, Freddy, warum ich denjenigen, der meine Geschäfte stört, nicht einfach den Staudamm runterschmeißen sollte. Ach, wir sind am Staudamm, jetzt sehe ich. Chef, ich muss wirklich mich entschuldigen. Ich habe etwas geraucht. Was hast du geraucht? Ich habe etwas geraucht, was mir gestern eine grüne Gangfrau gegeben hat. Und dann habe ich ganz viele Farben gesehen und in meinem Kopf ist wirklich ein Chaos. Meine Frikandel, die funktioniert nie richtig. Ich höre die ganze Zeit, sehe ich die Maiglockjes. Ich bitte sie inbrünstig um Entschuldigung. Ich bin einfach ich bin weich bitte? In meinem Kopf. Ich bitte, was, bitte, was bist du im Kopf, Freddy? Ich bin weich im Kopf. Es tut mir so leid. Ich habe mich zu keiner Zeit wollte ich mich lustig machen über ihren Nachnamen. Ich nenne sie ab heute Chef, Majestät. Freddy, komm mal her. Ihr Schnittlauch. Freddy, komm mal her. Komm mal her. Ich bin immer noch unter Drogeneinfluss. Es tut mir wirklich leid. Guck mal da runter. Was ist denn dumm? Wir haben ein Problem. Ich glaube, Freddy hat die Petri gemacht, der Vollidiot. Oh, scheiße. Wir müssen runter. Komm. Ich weiß auch nicht, ob ihr auf der Plattform so stehen wollt. Die spürt's ziemlich. Ja, Butters. Wir haben ein Problem. Ja, was ist los, Herr Butters? Ja, das sieht jetzt vielleicht anders aus, als das gewesen ist. Ich bin... Vollkommen also, wenn das so gewesen wäre, wie das aussieht, ja, dann würde ich sie nicht anrufen, sondern dann würde ich die Situation einfach so lassen und nicht die Polizei informieren. Okay, dann sagen Sie mir, was los ist. Naja, also es ist wirklich in einer belastenden Atmosphäre, sagen wir mal, einer vom Staudamm gefallen. Ryan hat ihn drin. Es ist kein Mediziner erreichbar. Vielleicht kennen Sie noch jemanden oder ich habe... Butters. Ja. Wie kann jemand... vom Staudamm fallen. Ja, weil er dumm ist. Also, tatsächlich. Kennen Sie diese Person? Ja, der ist Freddy. Also, Sie kennen die Person? Ja. Ist das ein Freund von Ihnen? Nee, also, so würde ich ihn jetzt nicht betiteln. Also, mitten in meinem Gespräch hat er einen Abgang gemacht. Also, ist er freiwillig gesprungen? Ja. Hat er irgendwie Selbstmordgedanken? Hatte der Selbstmordgedanken oder so? Der stand unter Drogen, kann sein. Der stand wohl unter Drogen. Der hat doch irgendwas erzählt von wegen, dass er irgendwie gekifft hat vorher und ich weiß nicht. Also. K-
Ich glaube, das Notfallteam hat ihn abgeholt. Okay, ich glaube, das Notfallteam hat ihn abgeholt. Ja, die waren gerade da. Notfallteam hat ihn abgeholt. Ah, nein, da! Ah!